So, guten Morgen, liebe Freunde der Bewegung. Ich warte mal kurz, ob hier jemand online kommt, und erzähle vorher schon mal so grundlegende Dinge. Guten Morgen, alle, die gerade einschalten. Schön, dass ihr dabei seid wieder. Freitag um 10, so gesehen der Start ins Wochenende. Und die allercoolste Nachricht, die ich für euch habe, dass ich heute nicht alleine sporteln darf, sondern meine allerliebste Mitbewohnerin, die Lisa, macht heute mit. Lisa, darf ich dich datenschutzrechtlich mitfilmen? Da ist er. Perfekt. Okay, bevor wir anfangen, ihr braucht heute keine Materialien und kein Equipment. Ihr könnt einfach so mitmachen. Wir haben uns heute hier in unser Wohnzimmer gebracht, weil wir hier einfach ein bisschen mehr Platz haben. Aber für wichtig ist mir nochmal zu sagen, für alle, die mitmachen, für alle Patientinnen und Patienten, bitte beachtet die Kontraindikation. Das heißt, wenn ihr gerade Komplikationen wie Infekte, Blutdruckbeschwerden, niedrige Thrombozytenzahlen oder Therapien habt, die ihr gerade auch nicht fortführen könnt, auch Knochenmetastasen oder andere Problematiken, wo eine körperliche Belastung schwierig sein könnte, bitte seht alle unsere Instagram-Videos mit Vorsicht. Wir können euch leider nicht persönlich beraten oder sehen, deswegen hier lieber einmal ärztlich abklären lassen. Das rate ich generell jedem. Ansonsten ist natürlich hier der Teilnahme, steht der Teilnahme nichts im Wege. Gut, was haben wir heute auf dem Plan? Wir machen heute Kraft für die Beine, für einen stabilen Stand, zur Sturzprävention, zur Stärkung der Muskulatur und vor allem auch zum besseren Treppensteigen, zum besseren Einkaufen gehen, zum ja, besseren Erleben des Alltages. Gut, ihr Lieben, jetzt sind doch schon einige online gekommen. Wer mitmacht, gibt mir doch mal ein Winken oder ein Däumchen hoch. Dann schauen wir mal, ob wir heute auch Live-Zuschauer haben. Ansonsten weiß ich, dass das bestimmt auch einige bei YouTube später sehen werden. Okay, zum Warm-up. Wir machen vor, ein kleines Standard-Warm-up und dann geht's guten Morgen und dann geht's schon in die Krafteinheit heute. Für die Beine, wie ich gerade schon sagte, wir machen vorher auch noch eine kleine Balanceübung, die wir vorhin schon mal kurz geübt haben. Okay, sucht euch ein Plätzchen. Wir versuchen uns hier zu zweit aufzustellen, dass ihr uns auch seht und dann geht es los. Cool. So, passen wir rein? Perfekt, geil. Okay, wir starten zum Warm-up erstmal zur Aktivierung, dass wir Knie heben. Ja, ihr müsst ja gar nicht so schnell machen. Ja, wir sind auch gerade erst aufgestanden. Aber genau, aktiv schön nach oben ziehen. Ja, versucht schön die Arme auch mitzunehmen. Kleine Spaghetti-Arme. Dann machen wir so 10, 15 Stück von. Schön nach oben. Ja, versucht dabei den Bauch einzuziehen, Bauch festzumachen, ja, dass du schön fest bleibst. Super. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Okay, und lösen. Das gleiche machen wir nach hinten, anfersen. Ich zeige immer von hinten, ich zeige mal von hinten, wir können uns dann auch wieder umdrehen. Ja, dass ihr hier schon die Füße rannehmt. Ihr könnt die Hände gerne in die Seite nehmen, dann habt ihr einfach etwas mehr Stabilität und wir fersen hier einfach hintereinander weg an. Ja, auch hier immer schön dran denken. Ich hatte in der ersten Session etwas über die Grundstellung erzählt. Da ging es darum, dass wir immer den Bauch einziehen und die Brust nach oben rausnehmen, dass ihr schön gerade steht. Und auch eine stabile Position habt. Und hinten anfersen. Machen wir 10. Gut, noch 5. Und lösen. Super. Gut, wir machen das gleiche nochmal. Wir fangen an mit Anfersen. Quatsch, mit den Knie heben, hier die Arme bitte wieder mitnehmen. Wir machen einfach 10 Stück. Ja, wer kann, jeder bitte nach seinem Tempo, kann jetzt hier auch ein bisschen schneller und aktiver werden. Achte darauf, immer schön Bauch fest, Bauch einziehen. Gut. 5, 3, 2, 1.
und lösen. Gut, gleich anfersen. Hände wieder in die Seite halten, den Bauch reinziehen, Brust nach oben und wir fersen an. Anfersen, anfersen. Hast du gesehen, da waren ganz viele Herzchen an der Seite. Da guckt das jemand gerne zu. Ja, schön. Ihr könnt euch mitmachen, nicht nur zugucken, ja, wer einschaltet. Auch wenn die beiden Mädels jetzt hier gerade vor der Kamera ja, ganz aktiv sind. Gut. Okay. Gut. Löse. Nächste Übung. Wir aktivieren jetzt so ein bisschen unsere Muskelpumpen, vor allem in der Wade. Und zwar folgen ganz einfach. Grundstellung einnehmen. Das heißt, Füße sind in Hüftbreite, Po fest, Bauch rein, Brust nach oben raus. Und wir fangen an zu wippen. Wippen, 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 wippen. Genau. So. Arme erstmal noch lockern lassen. Wippen, wippen, wippen. Ja. Und wenn du merkst, du hast so eine relativ lockere, ja, Schnelligkeit gefunden, dann nimmst du die Arme nach vorne und jetzt greifen auf und zu. Greifen, greifen, greifen. Ja, es könnte sein, dass deine Waden so ein bisschen sauer werden. Ist gar nicht so schlimm, dann hör ruhig auf. Aber wer durchhalten kann, wippen, 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 wippen. Und hier vorne immer greifen. Es wird schnell, intensiv und anstrengend. Gut, 3, 2, 1 und lösen. Sehr gut. Gut, das machen wir gleich nochmal. Wir kreisen aber zwischenzeitlich einmal die Schultern nach hinten. Ja, achtet bitte wieder darauf. Grundstellung, Füße unter die Hüften, Bauch rein, Po fest. Und wir kreisen. Schön große Kreise nach hinten. Ganz nach vorn und ganz nach hinten. Gut, noch 3, 2, 1. Lösen. Und wir gehen nochmal ins Wippen. Ja, wir fangen an, unten zu wippen. Immer schön den Po fest anspannen, bitte. Und wenn du merkst, du hast ein gutes Tempo gefunden, Arme nach vorne und greifen, 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 greifen. Immer schön. Und die Finger auch richtig aufmachen. Aufmachen, aufmachen. Ja. Genau. Zack, 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 zack. Gut. 3, 2, 1 und lösen. Sehr schön. Gut, ich denke mal, die Schulter ist aktiviert. Gehen wir zur Balanceübung. Ist ein bisschen, hat was mit Konzentration zu tun und Koordination. Die Pinselübung habe ich im ersten Video schon gemacht. Folgende Übung: Dein großer Zeh ist ein Pinsel. Und ich gebe dir jetzt Aufgaben und du zeichnest mit deinem großen Zeh praktisch die Aufgaben nach. Wir fangen ganz einfach an, damit es jeder versteht. Wir zeichnen eine Linie von ganz vorne nach ganz hinten. Wer möchte, kann die Hände an den Rücken nehmen oder auch in die Seite halten, dass sie nicht runterhängen. Und du zeichnest von ganz vorne nach ganz hinten, so weit wie du kommst. Gut, wieder nach vorne zeichnen, ganz sanft. Ja, denk dran, es ist nur ein Pinselstrich. Und wieder nach hinten. Ja, wenn es nur so aussieht, ist es völlig in Ordnung. Jeder bitte in seinem Radius. Ja, es muss nicht weit nach vorne und hinten sein. Je nachdem, wie du das für dich schaffst. Gut. Einmal noch. Vorne. Und nach hinten. Sehr schön. Gut, wir wechseln die Seite. Nach von vorne. Schön die Balance halten. Nach hinten zeichnen. Ja, und es ist nur ein sanfter Pinselstrich, bitte. Okay, schließen. Gut, jetzt ist die Aufgabe, jeder schreibt seinen Vornamen. Annelie ist natürlich sehr lang, Lisa ist sehr kurz. Und also den Vornamen mit dem einen Bein und den Nachnamen mit dem anderen Bein. Das heißt, ich schreibe jetzt hier ein großes A vor mich hin. Und dann kann sich jeder überlegen, ob Schreibschrift oder Druckschrift. Das überlasse ich euch. Ich habe Schreibschrift. Deinen Vornamen schreiben und der dem anderen Fuß dann deinen Nachnamen. So wenigstens lang nach. Lang nach. Ja, Vornamen ist auch ziemlich lang, tatsächlich. Wenn das Skilarschkarte okay. Gut.
Gehen wir weiter im Programm. Ich hoffe, ihr seid alle mit euren Namen durch. Wer zwei Vornamen hat, hoffe ich, hat sich nur einen ausgesucht. Gut, als nächstes Kraftteil. Und zwar haben wir drei Übungen. Wir machen wieder Kniebeugen, haben wir schon mal gemacht. Wir machen Ausfallschritte rückwärts, haben wir auch schon mal gemacht. Und wir machen eine etwas breitere Kniebeugen gepaart mit einer Balanceübung. Immer zwei Runden jeder Übung, also zwei sogenannte Sätze. Und wir versuchen immer ungefähr zehn Wiederholungen zu schaffen. Wenn du nur 8 schaffst, ist es in Ordnung. Wenn du 12 schaffst, ist es auch super. Ja, dass wir uns in diesem Range aufhalten. Und zwischen den Sätzen machen wir ungefähr 20 bis 30 Sekunden Pause. Gut, wir fangen mit den Kniebeugen an. Ich mache sie einmal vor und dann machen wir gemeinsam. Achtet hierbei darauf, dass ihr euer Gesäß ganz festhaltet, Bauch reinzieht. Und bei den Kniebeugen geht es darum, dass ihr euch nach hinten unten setzt. Das heißt, die Bewegung wird ausgelöst durch eure Hüfte. Ja, das heißt, ich gehe hier nach hinten tief und unten. Ich schiebe nicht meine Knie nach vorne. Also, ich gehe tief nach unten, halte und wieder nach oben. Ich löse aus der Hüfte aus. Also die Grundidee ist praktisch, den Hüftrumpfwinkel zu schließen und dabei dann die Knie zu beugen. Ja, die Knie aber nicht nach vorne schieben. Deine Knie sollten immer ungefähr über deinem Sprunggelenk bleiben. Ja, klasse. Ja, zack. Ja, ihr könnt die Knie gerne auch ein bisschen zusammennehmen, ja, wie ihr das möchtet. Gut, 10 Wiederholungen, ruhig langsam machen und wenn du unten bist, ruhig eine Sekunde warten. Gesäß ganz fest anspannen und dich aus der Kraft des Gesäßes praktisch wieder nach oben drücken. Wenn du oben bist, auch hier die Spannung halten, langsam wieder ab. Gut, okay. Einmal ordentlich aufstellen, Füße sind ungefähr unter der Hüfte, denkt dran, euch schön weit nach hinten zu setzen. Okay, gut, 2, 1, Hände gehen ruhig mit nach vorne, 1, mach schön langsam, ja. Damit die Tiefe entscheidest du bitte, das ist völlig in Ordnung, wenn du nicht so tief gehst, 2, ja, wenn du unsicher bist, dann stell dich bitte an einen Türrahmen und dann kannst du dich hier auch zur Not festhalten an dem Türrahmen, das ist völlig in Ordnung, ja, 3, 4, 5, 6, super, 7, halten, denk dran, immer Gesäß fest, 8, 9, und eine schaffen wir noch, und 10, tief halten und auf. Gut, 20 Sekunden Pause, währenddessen kannst du gerne die Schultern mal nach vorne oder nach oder rückreisen, ja, dass wir gleich die Zeit nutzen. Ich schwitze ganz schön heute. Ist hier so warm? Das ist deine Nähe. Das ist hinter mir. Das habe ich auch. Okay. Fertig machen, zweite Runde. Wie gesagt, ja, wenn du unsicher bist, halte ich gerne einen Türrahmen fest. Irgendwo, wo du praktisch auch Stabilität hast. Ansonsten einfach nicht so tief gehen. Ja? Gut. 2, 1 und auf geht's. Ja? 8 bis 12 Stück. Bitte für dich entscheiden. Hüpp. 3. Super. 4. Und 5. Und 6. Und 7. 3 noch. 8. 9 und 10. Sehr schön. Gut. Kurz ausschütteln, Schultern kreisen, lockere dich ruhig. Ja, lass auch mal die Arme ausschütteln. Ich erkläre dabei die nächste Übung, sind Ausfallschritte rückwärts. Hier habe ich im ersten Video schon mal sehr ausführlich erklärt. Denk daran, wenn du zurücktrittst, dass das Knie über dem Sprunggelenk bleibt, dass du hier schön gerade bleibst. Du musst mit dem hinteren Knie nicht so tief gehen. Ja, also das reicht völlig auch, wenn du nur den machst. Ja, das ist völlig in Ordnung. Wir machen heute nur das ein bisschen anders. Wir wechseln nicht ab, sondern du gehst in einen stabilen Stand und du gehst 5-mal auf und ab mit dem einen Bein und 5-mal auf und ab mit dem anderen Bein.
Ja, wenn du hier tief gehst, ja, soll das Knie in meinem rechten Winkel bleiben. Und davon fünfmal, ja, schön langsam, eins, zwei, so sieht es gleich aus. Gut, schön gerade bleiben, Bauch rein. Ihr wisst, ich lege sehr viel Wert auf eine gute Körperhaltung. Brust raus und auch hier gerne die Hände in die Seithalte nehmen. Okay, gut. Wir machen es von vorne, damit ihr uns weiter gut seht. Wir fangen an, mit dem linken nach hinten zu gehen. Rechts steht vorne, Hände in die Seithalte und dann fünfmal auf der einen Seite, fünfmal auf der anderen Seite. Gut. Und eins, schön langsam, denkt dran, Bauch einziehen, Gesäß fest. Zwei. Auch hier, wenn du unsicher bist, halte ich gerne am Türrahmen fest. So. Drei. Vier. Und fünf. Gut. Füße zusammen, Seite wechseln. Finde einen stabilen Stand. Ja, achte auch darauf, dass deine Füße immer noch in Hüftbreite sind, dass sie nicht so ganz weit hintereinander stehen. Ja, dann hast du einfach einen viel sicheren Stand. Gut. Und fünf Stück. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Gut. Kurz ausschütteln, wir machen gleich eine zweite Runde. Danke. Okay, weiter geht's. Andere Seite. Rechts geht nach vorne, links geht nach hinten. Hände in die Hüfte, Popo fest, Bauch in Brust raus. Und von hier gehen wir tief. Langsam fünf Stück. Eins. Zwei. Drei, vier und fünf. Gut. Seite wechseln. Nach hinten steppen. Einen sicheren Stand finden bitte. Ja, wie gesagt, du kannst dich auch festhalten. Und von hier fünf tief. Eins, zwei, drei, vier. Und füllen. Okay, sehr schön. Gut, Beine ausschütteln. Falls du dieses Video bei YouTube irgendwann mal nachmachen solltest, kannst du auch gerne drei Sätze machen. Ja, das ist eigentlich immer noch ein bisschen besser. Aber wir haben nicht so viel Zeit, deswegen nur zwei. Gut, letzte Übung. Und zwar ist das eine tiefe Kniebeuge mit einer Balanceübung. Ich mache sie einmal vor und dann machen wir davon wieder so 8 bis 10 Wiederholungen. Okay, die Übung startet, dass du auf einem Bein startest. Dann gehe ich praktisch in eine etwas tiefere Kniebeuge und gehe dann auf die andere Seite hoch und stehe hier. Ja? Langsam, tiefe Kniebeuge, auf die andere Seite und hier sicher stehen. Ja? Wenn du merkst, dass du bist dort sehr, sehr unsicher, dann bitte das Knie einfach nicht hochheben. Sondern es wird viel, viel leichter, wenn du das Bein einfach nur in der Luft hältst, rübergehst, eine Kniebeuge machst und das Bein wieder ranführst. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja, finde hier bitte deine Intensität. Ja, je nachdem, wie sicher du dich fühlst. Gut. Machen wir ein bisschen versetzt, damit wir links und rechts haben. Wir starten, du startest noch da, ich starte noch da. Ja, also ich starte in die Richtung, ihr entscheidet, in welche Richtung ihr möchtet. Wir versuchen 10 Wiederholungen. Wenn du nur 6 oder 8 schaffst, ist das auch völlig in Ordnung. Okay, inneres Bein hoch. Wir gehen langsam rüber. Tiefe Kniebeuge. Ist voll die Choreo jetzt hier. Voll geil. Ja, tief. Zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Gut. Und sechs. Und sieben. Und 8, 2 noch, 9 und 10. Gut, sehr schön. Kurz ausschütteln, wieder die Schulter nach hinten kreisen. Ja, wenn du Platz hast, du kannst auch gerne eine große Kreise nach hinten machen. Ein bisschen Zeit. Sehr gut.
müssen wir eh noch. Okay, gut. Wieder in die Ausgangsstellung zurück. Finde einen sicheren Stand zuerst. Ein Bein hoch, Hände in die Seithalte. Und nochmal 10 Wiederholungen. Tief und stehen. Ja, wenn du die leichte Variante, mache ich jetzt gleich mal vor. Ja, wäre nur das Bein rannehmen. Das ist jetzt die leichte Variante. Lisa hinter mir macht die schwere. 4, 5, 6, 7, 8. Super, 2 noch, 9 und 10. Gut, sehr schön. Dann hänge ich mal noch eine kleine Balanceübung dran. Einfach auch zur Stärkung der Gluteusmuskulatur und der Rückenmuskulatur. Das ist die einbeinige Vorbeuge, auch bekannt als, wie heißt die nochmal? Flieger vielleicht? Der Flieger? Standwaage. Standwaage aus der Schule. Genau. Genau, also folgende Übung. Die Hände gehen in die Seithalte. Du stellst dich auf ein Bein. Und jetzt möchte ich wirklich, dass du das Knie leicht beugst. Und hier den Winkel nach unten öffnest, das andere Bein geht mit nach oben. Entscheide bitte für dich, wie weit du die Standlage öffnest. Das ist völlig in Ordnung, wenn es bei dir so aussieht. Ja, wenn es dein Limit ist, ist das völlig in Ordnung. Und wenn du aber merkst, okay, ich komme hier noch weiter, dann ist vielleicht das dein Limit. Ja, bitte entscheide das für dich. Gut, wir machen hier langsam 5 Wiederholungen auf dem einen Bein, 5 Wiederholungen auf dem anderen Bein. Ja, immer praktisch wie eine Waage. Wenn du es schaffst, versuch nicht abzusetzen. Das heißt, wenn du eine Wiederholung hinter dir hast, dass der Fuß, der schwebt, nicht absetzt. Dass du einfach immer in der Bewegung der Waage bleibst. Gut? Ja, kannst du das auch so machen. Gut. Wir fangen an. Wir stellen uns zuerst auf das rechte Bein jetzt. Ja, wir haben das mit dem anderen sonst angefangen. Hände gehen, können die Seitehalte gehen, finde ich immer noch am besten. Gut. Und von hier gehst du langsam nach vorne. Ja, du versuchst hier zu halten in der Standwaage. Ja. Und wir gehen wieder auf eine Wiederholung. Versuch stehen zu bleiben, wenn du das kannst. Ja, sonst stell dich gerne in einen Türrahmen, wo du dich auch zur Not festhalten kannst. 2, 3, 4. Halten, 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 halten. Super. Und eine Wiederholung noch. Und 5. Okay. Seite wechseln. Ja, du kannst die Hände auch eigentlich hier reinnehmen. Schau mal, wie es dir angenehmer ist. Ich finde es tatsächlich hier angenehmer, weil ich dann mehr Stabilität habe. Aber wir wechseln die Seite. Armhaltung entscheidest du für dich. Ja, zurück eine Wiederholung. Ja, bitte auch die Zehen schön anziehen. Zweite Wiederholung, also zu dir hin. Super. Dritte Wiederholung. Ist übrigens auch eine sehr, sehr, sehr gute Übung gegen polyneuropathische Beschwerden. Um nur noch ein bisschen Wissen zu vermitteln. Ja, alles, was mit Balance zu tun hat oder Koordination, wo praktisch die Tiefenmuskulatur und die Reaktionsschnelligkeit arbeiten muss. Eine machen wir noch. Ist super gegen polyneuropathische Beschwerden. Ja, auch die Übung mit dem Pinsel am Anfang oder generelle Balanceübungen. Däumchen hoch, 10 Minuten am Tag, idealerweise auch 2-mal. Und ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Okay, kurz ausschütteln. Wie spät haben wir es? 24. Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen Dehnung, Mobilisation. Wir fangen an mit der Übung der hinteren Oberschenkelkette. Das heißt, wir gehen in einen Ausfallschritt. Wir haben ja auch gerade ziemlich viel für die Beine getan. Du schiebst, ich lauf kurz von der Seite vor, einen Ausfallschritt, kannst du schon mitmachen. Und du schiebst jetzt hier dein Knie nach vorne. Hinteres Knie ist komplett gestreckt. Die Ferse drückst du aktiv in den Boden hinein, sodass du eine Dehnung in der Wade oder in der Kniekehle merkst. Und du schiebst dich jetzt hier schön nach vorne. Genau. Wenn du merkst, okay, ja, jetzt ist die Dehnung relativ weit oben. Wenn du jetzt das Knie ein bisschen einknickst, dann müsste die Dehnung weiter in die Achillesferse gehen. Schau mal, wo es für dich irgendwie am angenehmsten ist, dass du da vielleicht den Spot findest, der für dich am festesten ist.
Seite. Andere Fuß nach hinten. Wechseln. Gut, wir gehen jetzt noch ein bisschen höher. Jetzt andersrum, jetzt nimmst du den rechten Fuß, stellst die Ferse nach vorne auf. Wir gehen mal schön zurück, dann sieht man es besser. Und du gehst wieder nach vorne, wie in dem Tisch oder wie vorhin in der Standwaage. Gibst ein bisschen Gewicht auf den vorderen Oberschenkel, sodass du jetzt praktisch eine Dehnung in der hinteren Oberschenkelkette merkst. Super. Ganzes Gesäß auch schön nach hinten rausstrecken aktiv. Und die Ferse in den Boden drücken. Es fühlt sich dann so an, als wenn du das so in die Länge ziehst. Nach vorne raus, Popo nach hinten. 3, 2, 1. Und wir wechseln die Seite. Hinten, nach hinten ausstrecken. Lösen. Gut. Dann rollen wir jetzt einmal ab. Wenn du unten bist, lass dich ruhig locker hängen. Und dann rollen wir wieder Wirbel für Wirbel auf. Achtet beim Auf- und Abrollen wirklich, dass ihr wieder fest steht und wirklich den Wirbel für Wirbel abrollt. Ja, dass wenn ihr hier tief geht, dass ich hier wirklich im unteren Rücken dann auch noch stabil bin und erst auch hier abrolle, wenn ich auch da angekommen. Gut, auf geht's. Ich mache einmal meine Seite vor, dass man es gut sieht. Abrollen, die Schultern sind derweil immer locker. Schön langsam, sobald wie du kommst. Ja, wer bis zum Boden kommt, ist super. Kopf auch mal rannehmen. Oh je. Ausatmen. Jetzt das Gesäß fest anspannen und Wirbel für Wirbel wieder aufrollen. Gerade stehen, Schultern nach hinten kreisen. Machen wir gleich nochmal. Langsam. Wenn du unten bist, ruhig aushängen. Ja, versuch nicht jetzt hier wild rumzuwackeln, sondern dich einfach darauf zu konzentrieren, tief ein- und auszuatmen, dass du auch Platz in die Wirbel bekommst und zwischen die Wirbel bekommst. Kopf auch mal rannehmen. Gut, wir machen noch eine Atemübung, wo du die Arme mit nach oben nimmst. Pass mal auf, dass du nicht jetzt hier entgegenstößt. Und zwar, wir atmen tief in den unteren Bauch hinein, nehmen dabei die Arme nach oben, wenn du oben bist, strecken wir uns lang und dann atmen wir wieder auf. Wir machen 5 Stück. Ja, wir fangen unten an. Einatmen durch die Nase. Lang machen und durch den Mund wieder aus. Einatmen. Schön in den unteren Bauch hinein, lang strecken und ausatmen. Einatmen. Letzte Mal. Unten kurz vorbeiheilen. Den Atem wieder langsam fließen lassen.
und meine allerliebste Übung. Kennst du noch nicht? Das ist nämlich Zappeln! Zappeln, 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 zappeln. Zappeln! Okay! Check! Das war's für heute. Falls ihr jemanden mitgemacht habt, könnt ihr den abklatschen. Ansonsten High Five. Für alle, die mitgemacht haben, vielen, vielen, vielen Dank. 30 Minuten sind immer so um wie nix, ganz schnell. Wir sehen uns am Montag um 10 Uhr. Ich habe noch keinen Trainingsplan geschrieben, aber wahrscheinlich werden wir eher was für den Oberkörper machen oder wieder eine kleine Ausdauereinheit. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, schönes Wochenende an alle.